Hallo, guten Abend zusammen. Ich bin Jimena von Estampin Hime und heute ist Bastel am Sonntag live mit der neuen Winterzeit. Ich hoffe, ich bin richtig und dass ihr mich gut hören könnt und gut sehen könnt. Letzte Woche war kein Live dabei und nächste Woche wird es auch keine Live geben, weil ich ja eben auf die Kreativwelt unterwegs werden sein und deswegen kann ich nicht mit euch basteln und deswegen war ich ja auch letzte Woche beschäftigt, bin ich auch diese Woche auch sehr beschäftigt mit den Vorbereitungen, aber ich dachte, ich kann es nicht lassen, dass wir uns 3 Wochen lang nicht sehen. Deswegen dachte ich, wir basteln eine Weihnachtskarte, die ich gerne euch zeigen möchte, wie ihr es nachbasteln könnt. Ich habe die Idee, ich habe die Muster noch nicht. Ich dachte, ihr basteln das zusammen. Sagt gerne Hallo, wenn ihr zuschaut. Lasst mich bitte wissen, ob ihr mich gut hören könnt und gut sehen könnt, damit ich dann anfangen kann. Also die Produkte, die ich benutzen werde heute, ist diesen Stempelset, aber vor allem die dazu passende Stanzen. Ich habe schon viele Sachen rausgenommen und auch schon ausgestanzt. Die Stanzen sind einfach sehr vielseitig, nicht nur mit den Rentieren, sondern auch mit den ganzen kleinen Motiven. Und das Designerpapier. Hi Miriam, schön, dass du da bist. Okay, cool, alles gut, das ist perfekt. Das Designerpapier, das ich genommen habe, ist die Zensierschleife. Das ist halt traditionell weihnachtlich. Und deswegen habe ich das einfach genommen, diese Muster hier mit den Blättern. Und ich werde sagen, wir fangen an mit der Karte, was wir benötigen. Ich habe hier eine ganz einfache Grundkarte in extra starker Farbkarton. Das ist 21 cm mal 14,8 cm. Ich mache das hier weg. Und die ist bereits in der Mitte bei 10,5 cm gefalzt. Die falten wir nach mit dem Falzwein. Und dann kleben wir halt das Designerpapier hier auf die Vorderseite. Das ist genauso groß wie der Vorderseite der Karte. Und dann nehme ich Flüssigkleber heute. In mein Bastelzimmer liegt alles durcheinander, weil ich alles für die Messe, wie gesagt, vorbereite. Und ja, das ist ein bisschen chaotisch. Aber wird hoffentlich bis zur Messe alles dann fertig sein. Okay, was brauchen wir nochmal dazu? Wir benötigen so einen Farbkarton, das ist in Gartengrund und ich habe es bereits ausgestanzt mit der größten Stanze, die in diesem Produktpaket gibt. Dieser Farbkarton ist 9,5 cm mal 8,5 cm und da passt fast genau die Stanze. Und das habe ich dann schon bereits ausgestanzt. Und damit man das gut sehen kann, braucht man weißes Farbkarton. Und zwar 9,5 cm, ein bisschen kleiner als der Farbkarton. Also könnte man theoretisch auch 9,5 mal 9,5 machen, so wie den grünen Farbkarton. Genau, das haben wir jetzt schon. Was ich gerne mit euch austanzen möchte, ist das Rentier. Der Rentier finde ich total süß. Da habe ich Espresso-Farbkarton für den ersten Teil von den Rentier. Dann habe ich noch weißes Farbkarton. Ich schaue mal, ob ich das alles gleichzeitig durch die kleine Minimaschine austanzen kann. Hier nochmal, also Espresso, weiß und Pekannuss, und mit diesen drei Teilen werden wir unseren Rentier austanzen und zusammenbauen. So.
Mal schauen, ob das alles durch die Mini problemlos geht. Das wollte ich ausprobieren. Weil ich wollte unbedingt zeigen, wie, also falls ihr das noch nicht gesehen habt, wie cool diese Rentier einfach zusammen gebastelt werden kann. Gehen wir mal davon aus, dass schon angefangen wurde mit dem Bastel zum Weihnachten. Oder wartet ihr noch bis November? Es fällt ja nicht mehr so lange eigentlich. Im November. Okay, die drei Teile sind ausgestanzt. Ich glaube, die Mini brauche ich jetzt nicht mehr. So, aus Espresso. Dann hier mit dem Picktool kann ich die Sachen rausnehmen. Dann, das ist der Hintergrund war der Espresso hier mit Weiß. Komm, jetzt schau mal, wie schön. Ich finde es total süß. Und hier noch aus Pekannuss, noch der vordere Teil von unserem kleinen Rentier. Voilà, jetzt haben wir alle Teile, die ich mit euch austauschen wollte. Und die können wir jetzt zusammenbasteln. Also, seht ihr, man klebt einfach nur ein auf den anderen zusammen und dann, und dann kann der Rentier schon ein bisschen an die Seite gucken. Oh, Miriam, du hast ein Adventsbazar. Cool. Was bastelst du alles auch für den Bazar? Verpackungen mit Süßigkeiten? Kann ich mir vorstellen. Kalender? Karten? Erzähl mal. Wann ist denn der Bazar? Da habe ich noch nie mitgemacht. So, jetzt habe ich den ersten Teil mit Flüssigkleber geklebt auf die zweite Lage hier von meinem Rentier. Dann mache ich noch Flüssigkleber hier drauf. Und das wird das Ganze hier zusammengeklebt. So. Genau. Jetzt haben wir unsere kleine Rentier. Ein diese Süß. Aus den gleichen Instanzformen haben wir ja so einen, ne, so Berries und Blätter. Und die habe ich mir bereits ausgestanzt, damit das Video nicht so lange wird. Das ist aus grüner Apfel und das ist aus Glutrot. Die sind auch beide in das Designerpapier vorhanden. Und die kann man einfach mit einem Klebepunkt zusammenkleben. Also die Beeren hier mittig auf den, hier an den Blätter. Und dann, also, da habe ich mir noch eine Etikett ausgestanzt. Das ist, glaube ich, die einzige Stanzform, die nicht aus diesem Produktpaket ist. Das ist aus den Weihnachtsworte. Genau. Aus diesem Set, die mit den ganzen Etiketten, die ich immer wieder benutze. Die Miriam bastelt für den Adventsbazar. Und ich habe sie gefragt, was sie alles Schönes bastelt. Ich habe da geschrieben. Genau. Cool. Also, der Miriam ist fleißig am Basteln zum Weihnachtsthema. Ich habe hier den Spruch festliche Festtage und das passt genau perfekt auf diese Etikett. Wie gesagt, auf die Weihnachtsworte. Und die habe ich jetzt mit Glutrot-Tinte gestempelt. Mit glutroter Tinte gestempelt. Und dann kommt hier alles dann zusammen zu unserer Vorderseite der Karte. Der ist dann hier, wird alles geklebt. Erstmal
klebe ich meinen kleinen Rentier, gucke ich mal, dass er hier gut passt. Und das mache ich mit dem Menschen eins. Also ich klebe halt so am Rand, am unteren Rand von den ja, hier von diesem weißen Farbkarton. Ich habe nur kurz geguckt, dass ich kleinere Dimensionen als für die Ohren nehme, also für unter die Ohren hier, damit die nicht rausgucken. Meine Mini-Dimensionals sind jetzt nur die Ränder verfügbar. Und deswegen. Und ich gucke halt so durch diesen Rahmen zu, wo er so ungefähr sein soll, dass er nicht komplett verdeckt wird. Und das werde ich, glaube ich, auch mit Dimensionals kleben an den weißen Farbkarton. Wer noch ist am Weihnachtsbasteln oder immer noch nicht? Ich hoffe, so langsam fängt ihr an mit den Weihnachtsbasteleien, weil im Dezember ist dann zu hektisch oder dann zu spät. Dann befestigen wir hoffentlich gerade den kleinen hier. Dann guckt er halt so durch das Fenster und unseren Berries, die werden dann hier noch ankommen. Es kommt alles so langsam zusammen. Die benutze ich ja einen Klebepunkt. Der kommt hier und auch hier noch eine. So. Genau. Ah, ich habe mir auch so eine kleine Schleife ausgestanzt. Die kommt hier her. Auch wieder mit so einem gerollten Klebepunkt. Eventuell könnte unsere Rente ein bisschen höher sein. Naja, jetzt ist es zu spät. Dann kann ich hier ein bisschen Kleber machen, damit die Karte festhält oder damit das an die Vorderseite der Karte festhält. So. Und das kann ich noch hier befestigen, wieder mit so einem Klebepunkt. Ups. Also im Prinzip ist die Karte super einfach. Man braucht halt nur die ganze gestanzte Teile halt zu machen. Deswegen für die Massenproduktion weiß ich nicht, ob das geht. Aber vor allem wegen diesen ja sehr filigrane Stanze kann sein, dass man ja lange für mehrere Karten braucht, aber im Prinzip ist die schnell gemacht. Guck mal, ich glaube, wir haben nicht mal 20 Minuten dafür gebraucht. Wenn man alles erstmal austanzt und dann danach zusammenklebt, dann ist es relativ schnell erledigt. Das war halt das Projekt für heute. Ich hoffe, es gefällt euch, dass wenn ihr Zeit habt und ja, nach Offenbach kommen könnt zu dem Kreativwelt, dass ihr vorbeischaut bei mir und ja, hallo sagt. Und wenn nicht, dann sehen wir uns dann hoffentlich in 2 Wochen wieder. Nach der Messe vorbei ist, dann können wir wieder hier ein bisschen quatschen und basteln. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Mach's gut, schöne Abend noch und schöne Start in der neue Woche. Mach's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!